Wir sind's wieder von der Frankenschau aktuell. Hallo zusammen zur neuen Woche mit den Themen aus und für Franken und natürlich solche, die noch Franken werden wollen. Von einem Eigenheim in Leichendorf, das ist ein Ortsteil von Zirndorf, also in Mittelfranken. Ja, da würde allerdings so manch Leichendorfer derzeit abraten. Das kann nämlich teuer werden. Unserem Außenreporter Albrecht Rau scheint der Ort allerdings ganz gut zu gefallen. Albrecht, warum? Ja, und für wen drücken wir dann die Daumen? Wir werden sehen. Also, was mache ich jetzt in der fußballlosen Zeit? Manch einer stürzt sich ja schon in tiefe Depression, so ganz ohne Public Viewing und Wuhu-Zähler. Keine Sorge, das Leben geht weiter, auch bei uns in Franken. Die aktuellen Nachrichten vom Tag, Franken kompakt, Teil 1 mit Sandra Siegmund. In unserem Würzburger Studio darf ich jetzt Werner Kuhn begrüßen von der Landesanstalt für Gartenbau in Veitshöchheim. Herr Kuhn. Wenn Frau einen Mann für ihre zukünftigen Kinder sucht, dann ist das gar nicht so einfach. Schließlich soll der Nachwuchs nicht nur niedlich sein, sondern auch harten Zuchtkriterien entsprechen. Gut, dass es die Bernhardiner Rüdenschau in Ebersdorf bei Coburg gibt. Puh, und das bei der Hitze. Naja, auch der zweibeinige Franke ist ja durchaus noch recht aktiv bei den Temperaturen. Ich sage nur Franken aktiv. Unsere Suche nach der sportlichsten Gemeinde geht in die Finalrunde. Nachdem die Bezirkssieger aus Obermittel- und Unterfranken gekürt sind, wurde heute auf dem Gelände des Studio Franken in Nürnberg der Lucky Loser gesucht. Die zwei Punktbesten aus der Vorrunde mussten noch mal ran. Na, das wird knapp. Ich bin gespannt, wie es ausgeht am Donnerstag. Wer übrigens noch mal genaueres wissen will zu Franken aktiv, der sollte auch mal auf unsere Homepage schauen unter www.frankenschau.de. Da finden Sie jede Menge Infos und lustige Szenen auch auf unserer Bildergalerie. Und was das Wetter angeht, da waren ja bisher alle Mannschaften gleich gut oder eben gleich schlecht dran. Es blieb nämlich trocken, aber es war auch ganz schön heiß. Und wie schaut's für die weitere Finalwoche aus? Fragen wir einfach mal die Dame vom Fach. Hallo Ulla.